so, den Dynamo Dresden alle ausgespielt hat. Das ist auch das Eröffnungsspiel, weil ich hatten, weil doch nicht, wenn wir an Rotel spielen. Da könnte ich mit dir auf Stunde reingehen. Ich dachte, ich mache bestimmt ein Eröffnungsspiel, weil ich bin das schon Meister geworden. Ich dachte, ich spiele Fritz am Freitagabendspiel. Nicht um 14.30 Uhr. Vielleicht wurde das jetzt zum Tagesüberspiel hier im Game umgewandelt. Heute erwartet uns ein richtig interessantes Spiel, ein Spiel, das es in sich hat. Die Erwartungshaltung könnte größer kaum sein. Gleich geht's hier los. Live bei EA Sports. Stadion. Das sind vielleicht noch welche, da vielleicht wird es vielleicht ausgekauft sein. Vielleicht möchten noch welche noch ihre... Liebe Fußballfreunde, herzlich willkommen zu diesem Spiel. Schön, dass Sie heute mit dabei sind. Mein Name ist Wolf Fuß. Ich werde das Spiel mit dem Kollegen Frank Buschmann für Sie kommentieren. Und wir übertragen Ihnen heute ein Spiel vom ersten Spieltag der Bundesliga. Klingt nach einer unheimlich spannenden Partie, Buschi. Es soll wieder eine erfolgreiche Saison werden. Gerade haben Sie ja den Titel geholt, aber damit sind Sie natürlich noch lange nicht zufrieden. Sagen ganz klar, der nächste Titel soll her. Das ist eine sehr ambitionierte Mannschaft. Und ich muss schon sagen, das kann klappen, wenn ich mir den Kader anschaue. Ja. Es könnte klappen, wieder deutscher Meister zu werden. Da sehen wir die Aufstellung. So spielt der Gastgeber heute. Sie wählen das 3-5-2, Buschi. Ungewöhnliche Taktik, sagen manche. Ich bin gespannt, wer da welche Rolle spielen soll. Ist eine sehr offene Taktik, sehr flexibel, sehr variabel, so wie das im modernen Fußball ist. Kommen wir zur heutigen Aufstellung der Gäste. Sie greifen zum konventionellen 4-3-3 mit Flügelspielern. Dass ja, die doch überlebt haben, die das erste Bundesliga verbleiben, dann in Relegation gegen Werder Bremen. Ganz so oft. Abwarten. So, los geht's. Und das Spiel läuft. Na? Komm schon. Sieht gut aus, sieht gut aus. Und jetzt kommt der Donnel. Und Donnel. So, macht den 1-0. 1-0. Torschütze. Mit die Nummer 3. Donnel. Und jetzt kommt die Tore mit Tom Heinz. Super Tor, können wir nicht anders sagen. Kürze Distanz. Niemand hat die Tore nicht gefällt. Ja. Genau das tut er. 1-0. Traumtor. Ich bin gerade in 5 Minuten gespielt worden und in der 50. Spielminute fällt ja das 1-0. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. So, wir führen hier in Europa. Das Stadion heißt Opel Arena. Und hier in die Opel Arena steht 1-0. Viel Vorwärtsdrang jetzt. Schöner Versuch. Der passt das 2-0 hier in die Opel Arena. Komm. Die Nebenleute bieten sich da schön an. Er kann es machen. Kein Problem, ganz sicher. Hier, das halbe Stadion, die Opel Arena. Vielleicht wird das auch mal ein Austragungsort für das große Champions League Finale. Warte, guck mal, wie groß das Stadion ist. Der Ball ist natürlich kein großes Problem. Da passen so viele Fans hier rein im Stadion. Das ist so cool, denn das ist mal der Austragungsort wird
für das Champions League Finale. Mein Heimstadion hier. Der Ballverlust jetzt. Von TSV Altenstein. Das Opel Arena. Ich habe ihn auch für internationale Wettbewerbe dann auch für größere Stadion. Mukoko. Dass er auch Länderspiel ausgetragen werden kann. Gutes Tackling. Wo eigentlich alles schon so schnell erschafft ist. Und das Stadion groß wird gebaut. Die Chance hier. Oh, er trifft die Latte. Wie kann man dabei die Latte treffen? Es sieht gut aus, was sie hier machen, auch wenn da das Alu das nächste Tor verhindert. Das Alu. Es bleibt zunächst bei der knappen Führung. Abseits. Boah, gut, abseits haben wir einen Arsch gerettet hier. Wird's. Komm schon. Ganz stark gemacht, das gibt eine gute Gelegenheit. Er hält, aber noch ist die Chance nicht. Ball im Aus, Gedecke. Junge, Junge, Junge. Ecke kommt. Der wäre gut gekommen, aber der Schuss wird abgeblockt. Das muss ein Elfmeter sein. Ich kriege tatsächlich ja, der Donald wurde von der Karte einen Kopfnuss verpasst. Trifft der Elfmeter wieder. Steven, wirklich ein Elfmeter-Killer. Und jetzt ist Steven ein Elfmeter-Killer. Ja, und er trifft den zum 2:0 hier. Er bleibt ja wirklich Elfmeter-Killer, begrüßt den Namen. Elfmeter-Killer. Ja. Wie er den Elfmeter verwandeln kann, wunderschön. Jetzt haben wir eine Scheibe für die falsche Ecke. Ja. Ich mache wieder wunderschön den rein. Spielstand 2:0. Im Moment läuft es natürlich für sie. Komm schon. Hart aber fair. Er holt den Ball mit der Grätsche. Ja, hart und fair. Er holt den Ball mit der Grätsche. Da kommt der Pfiff. Freistoß. Und kommt vielleicht sogar noch eine Karte. Ah. Gute Balleroberung hier. Da ist Platz. Ah. Komm. Was für eine Chance. Ah, fast das 3:0. Der Ball geht doch knapp über die Latte. Fast das 3:0 hier. Den hat er förmlich geahnt. Ja, immer wieder die Rufe der Fans. Ah. Gefährlicher Ball. Aber das macht er sicher. Taucht runter mit vollem Einsatz. Verhindert er da das Gegentor. Oh, noch ein Eckball. Und eine Minute Nachspielzeit. Plus eine Minute wird nachgespielt. Ecke kommt in die Mitte. Was für eine Rettungstat. Das war natürlich richtig knapp auf der Linie gerettet. Halbzeit. So, wir hören's. Pausenpfiff. Das war's für den ersten Durchgang in diesem Spiel. Tolle Leistung bislang in diesem Spiel. Er hatte hier schon einige gute Szenen. Also mit dem haben sie wirklich richtig große Probleme. Also, Falle ist da ein Elfmeter-Killer. Wie das schon Elfmeter verwandelt hat. Jo, nein, da. Ja, es ist mit Konferenz. Alter, 2028. Die Saison 2028-29. Durchgang 2 hat begonnen. Ach, komm schon. Sie spielen steil, gefährlich. Das kann was werden. Der geht nicht rein, jetzt vielleicht. Vielleicht. Ja, ich mache lieber Pass.
Super gehalten eben in der Szene. Was für eine Aktion. Ach, kommt schon. Ist jetzt nicht so richtig gefährlich, dieser Ball. Da müssen Sie aufpassen jetzt. Ah, komm schon. Außen komm. Ist durchaus Platz für Dresden. So fangen Sie den Angriff früh ab. Sehr gut. Jetzt aber. So, und jetzt sind hier. Alleine durch. Florian Wirt. Ganz spannende Szene. Florian Wirt. 3:0. Eine klasse Szene. Schau nochmal auf die Wiederholung. Das ist ein richtig gut gespielter Konter. Da ist er einfach gedankenschnell. Du kannst ja, noch Meister viel zu schnell. Florian Wirt. Abschluss auch noch effizient. Sie können sich hier weiter absetzen mit diesem 3:0. Florian Wirth. Klasse Einsatz. Und nochmal Florian Wirth. Er könnte ein Zweierpunt machen. Macht er richtig gut. Perfekt getimt. So, jetzt kommt ein anderer Neuschüttern rein. Noch einmal in der Wiederholung. Jetzt es kommt hier nächste Neuschüttel dann rein. Auf den Kalett ist gespannt. Was fällt denn da auf das Spiel hier? Jetzt die Ecke. Ja, bitte, ich krieg nochmal 11. Klasse Einsatz, hätte sonst gefährlich werden können. Und Florian wird auch aus gewisse Paluten kommt für ihn rein. Da kommt die Ecke. Ja, schade. Am Ende geht der Transfer also über die Bühne. Da gab es ja schon länger entsprechende Gerüchte. Und da können Sie sich wirklich glücklich schätzen. Damit bekommen Sie einen Topmann für kleines Geld. Komm schon. Platz zum Kontern. Fast schon leichtfertig vergeben, diese Gelegenheit zum Konter. Ah. Marcel. Ja. Jetzt ist der Platz da. Paluten! Der Ball ist Paluten! Mit dem 4:0! Das Ding ist durch. So, wir schauen uns die Wiederholung dieser Szene nochmal an. Ja, der wird da als Schutzschutz bleiben. Also wird der Doppel wird da vielleicht wieder mal auch, ich sag es mal, mal Sache ein gutes Mal vielleicht verpasst. Das 4:0 ist schon deutlich. Ja. Er bringt den Ball jetzt nach vorne. Aha. Komm schon. Sie haben geklärt. 6 Minuten haben wir hier noch. Steht ja plus Ballverlust. Plus die Nachspielzeit mit noch. Da ist die Chance. Sie 5:0. Marcel. Mach den rein. Haben sie hier schon lange. Jetzt der nächste Treffer. Das ist schon überragend, wie er da einfach vorbeigeht. Lässt der Abwehr keine Chance. Und dann kommt am Ende eben das Tor rum. Eindeutiger Spielstand hier und viel Zeit bleibt nicht mehr. Auch nicht für Kosmetik übrigens. Gutes Timing, gute Grätsche, er holt sich den Ball. Und hier wird es jetzt 2 Minuten Nachspielzeit geben. Plus 2 Minuten Nachspielzeit. Es bleibt bei 5:0 hier. Das ist der Schlusspfiff und damit steht es nun fest. Die Gastgeber dürfen sich heute über diesen Sieg in der Liga freuen. Es ist der erhoffte, der, ja, sind wir ehrlich, erwartete Sieg geworden. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Und Sie sind zufrieden, das dürfen ja, Sie das nach ist diesem Spiel auch sagen. Mit den Erwartungen er hat heute hier wirklich gut gespielt, Puschi. Schönes Spiel, schöne Leistung, Tor gemacht, Sieg eingefahren und es gab ja weitere. Meine rhetorische Jörte fallen, aber 5:0.
Alter. Ich bin gespannt, wer alles auf der Dank, mit dem Kunden starten wird. Auf jeden Fall Dresden. Ja, komm, wir werden jetzt mal über Dudes über den berichten, weil der ist aber nochmal mit dabei in die Partie. Aber für die Aufstellung hier passt er mir nicht rein, weil ich. Okay. Also, wird doch jetzt ausgeliehen? Aber nee. Ich habe nicht das Ticket für ein Bad Dieben. Mit Vereinsbrich vorbei. Nein, meine Torttrainerin hat ihre Training. Ja. Wurde jetzt gerade eben der Spieler ausgeliehen. Hat es geklappt, den Spieler auszuleihen. Okay. Ich bin mal gespannt. Okay. Ich sehe nur die Spieler, wo ich vielleicht werde ich aber hier gucken. Der ist mit dem Verein ausgeliehen. Naja. Okay. Ah, es kann nicht den Latin auszuleihen, scheiße. Dann werde ich den scheiß Lauterspieler ausleihen. Ich frage mal nach einer 2-Jahre-Leihe. Muss doch klappen. Sag mal, ein Leihangebot angenommen wird. Ein Leihangebot hier. Kannst du das verlautern? Bitte. Ja, ich will nur den Spieler ausleihen. Da kommt ihr könnt. So. Junge, ich will jetzt endlich mein Angebot bekommen, dass ich meinen Spieler mal ausleihe. Ich will jetzt auf ein Angebot warten. Ich habe Angebot bekommen. Lass uns mal laufen. Wenn der Haupt wirklich ausgeliehen wird. Es steht noch nicht fest. Aber es muss jetzt hoffen.
dass ich den ausgeliehen bekomme. Jetzt bitte. Leihangebot. Du musst mal Leihangebot kommen. Komm. Nee. Schon wieder ein Bass, oder? Leihangebot. Ja, warum nicht? Nur eine Leiche dich da, ne? Und hat der Leihangebot geklappt? Sag mal, Kaiserslautern und St. Pauli haben beide abgelehnt. Ein Leihangebot anfragen, ein Unnumbered Stürmer, 17 Jahre alt, Deutscher. Wir sehen uns im nächsten Part.